So, ja, vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Es geht ja heute um, was der Unix-Opa noch wusste. Das ist ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen, hier vor einer Hacker-Veranstaltung zu sagen, oh, wir reden mal über Basics. Aber gerade das, finde ich, ist heute wichtig, weil wir haben heutzutage mal Werkstudenten in der Firma und dann heißt es, ja, ach, unser Prof hat uns mal gesagt, ja, mach das mal mit Unix, mit Linux ist voll gut, lade das mal runter, fang mal an. Dann schwimmen die Jungs so ein bisschen und Mädels und sagen, oh, das ist ja alles ganz kompliziert oder warum soll ich denn das so machen? Und heute haben wir mal überlegt, was bringt das überhaupt? Wo gibt es vielleicht den einen oder anderen Trick, den man mal gebrauchen kann im alltäglichen Doing? Es geht ein bisschen um Embedded, es geht ein bisschen um Administration. Ich glaube, für jeden mal was dabei. Mal so grob in die Runde. Wer ist so in den 2000ern geboren? Mal die Hand hoch, bitte. Aha, okay. In den 90ern geboren? Ah, ja, das wären doch schon mal mehr. Wer ist in den 80ern geboren? Der Kollege. Gut, so, und dann, genau, da höre ich auf, sonst wird es politisch inkorrekt. Deshalb, ja, wir haben also hier ein gemischtes Publikum. Ich habe gedacht, mir wären hier die Obers, ist auch gut. Freut mich, dass natürlich auch Leute hier sind, die vielleicht auch ein bisschen älter sind. Wir haben einen schönen Altersdurchschnitt hier und sehen mal von allen Seiten das Ganze. Ja, dann gebe ich mal an meinen Kollegen, das ist der Fabos, ich bin der Peter und er fängt jetzt erstmal an und wir schauen mal, wie weit durch die Vorlesung kommen oder durch den Talk. Ja, eine der Sachen bei der ganzen Konsolenkiste ist, also wer das ja schon kennt, dem erzählen wir da nicht viel Neues, aber warum überhaupt Konsole? Wir haben doch heute so viel, ganz viel Grafik, wir haben Fensterchen, die wir aufmachen können, das ist alles ganz super, wir können klicken und können Fensterchen schieben, Copy und Paste und all das, alles wunderbar. Aber wofür brauchen wir überhaupt die Konsole? Das ist doch sowas von 90er. Wir haben doch alle jetzt diese ganzen tollen Fenster, aber eigentlich ist Konsole 70er. Aber echt schnell. Ja? Und da haben wir dann auch nochmal so einen kleinen Auszug, was bei Unix ja so bekannt ist. Wir wollen Programme machen, die jeweils immer eine Aufgabe erfüllen können, die richtig gut können. Und sobald es irgendwas gibt, sobald es komplizierter wird, dass das Programm mehr Optionen braucht und es wäre doch schön, wenn das noch mit drin wäre, stopp, dann nehmen wir uns ein neues Programm, was das auch wieder richtig gut kann. Wir wollen uns also ein bisschen spezialisieren dabei. Was wir auch machen können ist, wenn ein Programm geschrieben wird, weil die jetzt untereinander zusammenarbeiten wollen, sollen wir daran denken, dass der Output von dem Programm am besten gleich so ist, dass es das nächste Programm gleich wieder mitverarbeiten kann. Das ist dann der Stichpunkt, wenn wir das Ganze pipen wollen, weiterleiten wollen. Da ist das ganz praktisch, wenn das nächste Programm das auch wieder gut verarbeiten kann. Und das Allerwichtigste von all dem ist, lass Computer die Arbeit für dich machen und nicht irgendwelche Hilfskräfte. Der Computer soll die Arbeit machen und wir, die davor sitzen, wir können denken. Das ist, ich weiß, Computer können mittlerweile auch sehr, sehr gut denken, aber in der Mehrzahl wollen wir eigentlich oder in der Mehrheit wollen wir, dass wir denken und der Computer soll für uns die ganze Arbeit erledigen. Und Konsole ist auch noch wunderbar ressourcenschonend. Unser Vorredner hat ja erzählt, wie das ist, wenn du mit Temux irgendwas aufmachst, hast dann eine SSH-Session irgendwie, sitzt gerade im Zug, verbindest dich irgendwo hin. Wenn ihr das Ganze über eine grafische Sache machen wollt, über ein grafische, was weiß ich, Remote Desktop oder in VNC oder in TeamView oder sonst irgendwas und die Verbindung ist echt schlecht, dann ist auch eure Fernwartung sehr, sehr schlecht. Aber eine Konsole, da braucht ihr sehr, sehr wenig Daten. Das ist sehr ressourcenschonend. Interaktiv, beziehen wir jetzt halt eher darauf, ihr könnt halt einzelne Programme wirklich zusammenstellen, wie ihr das wollt. Ihr seid nicht darauf gebunden, dass ihr ein Fenster habt, wo ihr irgendwelche Sachen eintippen könnt. Und das ist die einzige Sache, die ihr machen könnt. Ihr könnt irgendwas eintippen und ihr müsst das annehmen, was das Programm von euch will. Ihr könnt diese Programme weiter kombinieren. Ihr nehmt das eine Programm, den Output davon, verbindet es mit dem nächsten und in dieser ganzen Kombination schafft ihr dann halt ein neues Programm. Das ist das, was wir mit interaktiv meinen. Schnell. Eine Konsole ist auch ziemlich schnell. Ihr tippt zwei, drei Sachen ein und ihr habt sofort ein Ergebnis. Ein grafisches Programm muss oft erst nochmal laden. Dann müsst ihr finden, wo muss ich es eigentlich eintippen, was ich eintippen will. In der Zeit habt ihr in der Konsole in der Regel schon genau die fünf, sechs Zeichen mehr eingetippt, die ihr eigentlich braucht. Aber, um nochmal den nächsten Punkt zu überspringen, die Lernkurve ist nur einmal steil. Denn wenn ihr jemanden, was war das? Wenn ihr eine Konsole habt und ihr setzt jemanden davor, der damit noch nichts gemacht hat, der guckt sich das an und sagt,
Oh, das ist aber scheiße kompliziert. Also passiert mir regelmäßig, wenn ich irgendjemandem erklären will, was man damit machen kann, heißt es aber, ja, wenn ein Programm ist das so viel leichter, da kann ich doch einen Button drücken und da drüben, da kann ich aber, das erzählt mir das alles und da habe ich so tolle Wizards, die mir das alles erklären und mich alle den ganzen Kram abfragen. Wenn ihr das erste Mal eine Konsole habt, dann ist das total anstrengend, weil ihr müsst all diese ganzen Befehle irgendwie erkennen, ihr müsst das alles lernen. Das ist richtig, aber wenn man einmal das System dahinter verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist der, seid ihr da sehr, sehr schnell. Also die Lernkurve ist nur einmal steil. Habt ihr es verstanden? Geht das Ganze recht gut vorhin. Braucht wenig Bandbreite, ist im Prinzip das Gleiche, was wir oben bei Ressourcen schon auch gesagt haben. Ihr habt nicht sehr viel Daten, die übertragen werden müssen, weil ihr ja eigentlich nur noch Characters übertragt. Vielleicht ist noch eine Verschlüsselung dabei, ist richtig. Aber im Großen und Ganzen seid ihr damit relativ schnell. Da sind wir auch schon wieder bei diesem Grundsatz. Unix ist ein riesiger Baukasten, man kann es als Werkzeugsatz, einen riesengroßen Werkzeugkasten betrachten. Wer sich mal angeguckt hat, was in den Verzeichnissen Bin, User-Bin, S-Bin oder sonst irgendwo drin rumliegt, da sind ganz, ganz viele Programme. Und wer von euch kennt dann noch eine Zeit ohne Internet, wo man nicht ständig irgendwas nachgoogeln konnte? Auch mal die Hand heben? Wunderbar, okay. Da gab es so eine Zeit, wo man sich angefangen hat, die Programme durchzusuchen. Man hat Man-Pages aufgerufen, hat die alle durchgelesen. Und hat einfach mal geguckt, was da so alles drinsteht. Was können diese Kisten alle? Manche haben sich auch so ein schönes Buch gekauft. Linux in a Nutshell dürfte vielleicht jemandem ein Begriff sein. Ne? Da kann man das alles mal nachlesen, auch in gedruckter Form. Und wenn man dabei dann merkt, was das alles kann, stellt man auf einmal fest, wie mächtig dieser Werkzeugkasten halt eigentlich ist. Es gibt dann aber auch wieder, und das, was das der Kollege vorhin gesagt hat, da kommt ein Werkstudent an. Nichts gegen Werkstudenten, aber wir haben die Erfahrung gemacht, da kommt der Prof hin und sagt, hey, ihr habt da irgendwas mit Linux, macht einfach mal, aber ich kann euch jetzt nicht so genau sagen, wie das eigentlich funktioniert. Der erste Reflex, sobald die in die Firma kommen, ist, gibt es nicht sowas wie Excel, da kann ich doch auch irgendwie Charts mitmachen oder gibt es da nicht ein grafisches Programm? Und da ist halt genau der Punkt, es gibt viele, die bauen ein wunderbares, großes, grafisches Programm auf, mit dem kann ich fast alles machen. Aber wir haben ja gesagt, Unix ist so, wir haben viele kleine spezialisierte Programme. Wir müssen nicht ein großes Programm machen, das alles kann, sondern wir können diese vielen einzelnen Spezialisierungen wunderbar zusammenbasteln. Der große Werkzeugkasten. Und jetzt, nachdem wir wunderbar schon ein bisschen was erzählt haben, wo ich schon ein bisschen in meinen Mund fusselig geredet habe, kommen wir zu einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben ja hier 30 Minuten Zeit. Wir wissen nicht so, wie das Publikum aufgeteilt ist. Und wir nicht wissen, wollt ihr jetzt lieber Basics hören oder wollt ihr lieber ein bisschen tiefergreifendes Wissen? Und an der Stelle überlassen wir euch mal die Entscheidung. Wer möchte denn lieber ein paar Grundlagen hören und wer möchte ein bisschen erweiterte Magie haben? Wir fangen mal damit an. Grundlagen, Hände heben. Ihr glaubt mir gar nicht, wie sehr mich das freut, weil dann darf ich an die Kollegen übergeben. Ich kann was trinken und ich kann zwischendurch einen kleinen Schluck trinken. Dann erübrigt sich das Sache, aber hebt doch mal die Hand für die erweiterte Magie. Also okay, ich weiß, ob der Stream das sieht, aber das ist im Prinzip der komplette Saal. Wunderbar. Und an dieser Stelle sage ich dann einfach mal, Peter, viel Spaß. Dankeschön. Erzähl uns ein bisschen was über erweiterte Magie. Gut, erweiterte Magie, habe ich gesagt, okay, es gibt so ein paar Dinge, kann man mal brauchen und man hat öfters mal so ein Problem, denkt sich, oh, puh, was mache ich denn jetzt? Das ist so ein Klassiker, den habe ich auch irgendwann mal von einem anderen Unix-Opa wirklich gelernt, der gesagt hat, Junge, du kannst schneller kopieren wie CP. Habe ich gesagt, bist du bescheuert, wer kopiert schneller wie CP? Ja, Rsync vielleicht. Kann man machen, aber da hat er gesagt, nö, kannst du mit Standard-Tools machen. Fand ich irgendwie cool. Da hat er gesagt, mach zwei Subshells auf und kombiniere die mal mit einer Pipe. Kann man ja machen. Dann nehme ich auf der einen Seite, wechsle ich mein altes Verzeichnis, wo ich die Daten herkopieren will, nehme mir einen Tar und packe mir die ganze Soße zusammen. Auf der anderen Seite von der Pipe gehe ich in ein anderes Verzeichnis, in mein Zielverzeichnis und sage, oh prima, packe ich aus. Denke mir sich, ja prima, was hat denn das jetzt gebracht? Ganz einfach. Ich habe zwei Tasks. Der eine in der Quellplatte hat nichts anderes zu tun, als einzulesen. Der kann sich damit schön beschäftigen. Auf der Zielplatte kann der sich ruhig mit seinem Schreiben beschäftigen. Sekunde. Und der Trick ist dabei, dass wenn die auf zwei verschiedenen Bussen sind, was meistens gerade heute bei dem ganzen USB doch durchaus mal ein Thema ist, habe ich da schon mal meine Ruhe. Das heißt, die beiden lassen sich in Ruhe. Ich habe möglichst viele Bustransfers gleichzeitig in der Luft und ich habe zwei CPUs mindestens damit der ganzen Aktion beschäftigt, wenn ich ein Multicore-System habe. Auf dem Single-Core-System ist das nicht so witzig, aber gerade bei modernen Multicore-Systemen mit mehreren Platten, da geht schon was. Aber da war eine Frage. Halt, damit das Stream auch
Da kommt noch eine Ergänzung, ja. Eine Ergänzung. Wenn man so kopiert, sind auch alle Rechte, alle Modified, alles dabei. Also genau. Bei CP müsste ich jetzt noch... Richtig, da muss ich mir erstmal einen abbrechen. Also der Hinweis war gerade, dass wenn ich mit dem TAR arbeite, ich natürlich dankenswerterweise auch noch die Archive-Bits und sonstige, die ganzen User-Permissions, Symlinks und alles andere gleich mit sauber kopiere und Hardlinks, aber das ist ein kleines Beiwerk dabei noch. Aber da gibt es noch was? Ganz kurz, die X ist eigentlich obsolet damit packen, oder? Ja, ich schreibe es immer der Vollständigkeit halber hin, des guten Gefühls halber, dass man da was getan hat. Okay. Gut, man kann es weglassen, richtig. Ja, man kann viel weglassen. Wir machen nicht Shell Golf hier, es geht wirklich darum, so mal ein paar. Also, das machen wir vielleicht das nächste Mal, das wäre auch mal cool. Wer kriegt es mit weniger Befehlen hin? Voll oder weniger Tippen hin? Man muss ja faul sein. So, dann gibt es auch so einen Klassiker, es gibt Firmen, die sagen, oh prima, wir haben hier euren Treiber rausgegeben, den haben wir Open Source, dann kommen die an und liefern einem einen Doxygen-File mit, super, HTML, klasse Jungs. Dann sagt man, ich will den Kram aber dann doch irgendwie mal kompilieren, vielleicht habe ich das auf der falschen Plattform, vielleicht funktioniert die Library nicht mehr, ich habe den ganzen Murks hier als HTML-Seiten bekommen, wo ich das ganze Listing drin habe. Ist ja auch irgendwie blöd. Dann nimmt man sich mal wieder seine Kommandozeile, bevor man dann den ganzen Tag sitzt, copy-paste, man ist ja faul, man nimmt W3M, dumpt sich diesen ganzen Kram raus, lässt seinen Text rausfahren. Dann sagt man, okay, wir haben ja gesehen, alles, was mit einer Zahl vorne anfing, ist eine Zeilennummer, prima, die Zeilen verarbeiten, den Rest schmeißen wir eh gerade weg. Klasse. Dann, mit dem geschickten GSUB, schmeißen wir noch die Zeilennummer vorne weg, printen den Rest aus, geben das in die Datei aus, Thema durch, das Ganze auf alle Dateien angewendet, Sache von 10 Minuten habe ich meinen Quellcode wieder. Hatte ich jetzt schon, ist eine Riesenfreude, wenn man da sagt, oh Gott, den ganzen Tag Copy and Paste. Jo, dann serielle Schnittstelle ist so ein bisschen eher aus der Embedded-Welt. Ich habe da auch beruflich viel mit zu tun gehabt und auch immer wieder mal. Mit der seriellen Schnittstelle kann man unter Unix Everything is a file, doch sehr schnell sehr viel anfangen. Und da gibt es halt zum Beispiel SCTY, okay, ich möchte die USB 0, mein USB Serial zum Beispiel, umschalten auf 115.2. Der soll hier bloß nicht anfangen, irgendwelche Character zu verarbeiten, also 8-Bit-Clean arbeiten. Ich möchte auch nicht, dass er mir das aufs Gerät zurückechoet. Vielleicht mag das mein Embedded-Gerät oder mein Arduino, Raspberry Pi oder was ich auch hinten dran hänge, nicht so, wenn ich ihm da irgendwie das zurückwerfe, was er mir eben erzählt hat. Und dann kann ich einfach, nachdem ich die Konfiguration gemacht habe, ganz stumpf das Ding einfach ketten, das Device, bekomme alle Daten, die ich da rausbekomme, mache mir ein Exempt davon und schon habe ich mal schnell eben geguckt, was läuft denn auf der RS-232 oder auf der TTY-UART. Dasselbe, man kann da auch rein echoen. Das klingt jetzt erstmal relativ trivial, aber wenn man dann schon mal irgendwann sich einen Updater schnell frickeln musste für irgendeine obskure Hardware und dann nicht erstmal anfangen wollte, sich mit den Termcaps und Term-IOs und sonstigen Späßchen rumzuschlagen, also da kommt man ziemlich schnell zu relativ coolen Ergebnissen. Ja, wie immer, man kann es natürlich noch schöner und more sophisticated machen, aber manchmal lieber mal schnell als gar nicht. Das ist auch so ein Klassiker, der typische USB auf SD-Karten-Adapter. Man steckt eine neue SD-Karte rein, sagt, prima, wo ist denn die SD-Karte weg? Blöd. Also nehme ich mein LS-USB, liste mir einfach alle USB-Devices in der Kiste auf. Habe ich schon mal eine Liste, da steht dann vorne drin der USB-File-Disk, die Vendor-ID, die Product-ID, der Bus und was für ein Kram. Und steht auch drin, wer es hergestellt hat. Prima. Die Firma Transcend war das zum Beispiel an der Stelle. Sage ich, ich mache jetzt keine Werbung für die. Das ist halt nur häufig das Zeug. Also greppe ich danach, da habe ich schon mal die Zeile, wo der String drin steht. Dann hole ich mir die Vendor-ID und die Product-ID raus und dann baue ich meine USB-Mode-Switch-Kommando zusammen, nämlich ein Org, splitte, da ist mein Doppelpunkt verloren gegangen, splitte das am Doppelpunkt, das heißt die Vendor-ID und die Product-ID, ruf USB-Mode-Switch auf, sag dem, reset mir doch bitte mal das Device von dem Vendor mit der Product-ID.
Und schon ich habe leider dummerweise keine Wannerwaffeln dabei. Ansonsten würde ich, das finde ich aber eine coole Idee übrigens. das ist dann die V2. Ich lade mal die neuen die Slides nachher hoch. Dann. Ja. Oder ist hinten rausgefallen, man weiß es immer nicht so genau. Jedenfalls, und schon habe ich mein zickiges USB-Gerät resettet, ist ein Klassiker im Embedded-Umfeld. Man hat dann ist gerade was am Entwickeln, am Frickeln. Und dann kommt auch noch, muss man ständig einen USB-Stick da rein und raus und Adapter und man ist da nur am Rumfuddeln. Gerade das hier in so einem automatisierten Testsystem teilweise kann einem das mal einen ganzen Nachmittag retten. Und da die erweiterte Magie relativ kurz war, ich dachte, naja, prima, vielleicht wollen dann doch mal Leute ein bisschen die Basics sehen, habe ich dann noch eins dazu. Ich habe auch vorne noch ein paar, die vielleicht auch noch mal interessanter sind, also wo wir gesagt haben, das sind grundsätzlich erstmal Basics, aber vielleicht auch eher eine kreative Anwendung. Dann machen wir aber den erstmal. Signalverarbeitung.org, auch wieder hier zum Beispiel. Ich habe mir irgendeine Hardware an der seriellen Schnittstelle gehabt. Das war ein Anemometer, da habe ich dann Wind durchgeschoben und da war dann ziemlich viel Noise drauf. Habe das in Gnuplot gepackt, habe gesagt, oh prima, plotte ich mir aus. Ja, ist ja noch nicht so spannend, aber das Gute ist, Gnuplot kann sich per Pipe Daten einlesen. Was kann man da also Schönes machen? Erstmal habe ich gesagt, oh prima, erstmal Daten durchschieben, plotten. Aber indem ich mir einfach mal einen Filter zweiter Ordnung im Org zusammengebaut habe, habe ich mir den Datensatz ausgeglättet und ich brauchte kein MATLAB starten. Genau, weil es kommt das geht seit Georg. Das sind die kleinen Feinheiten, ja. Wir spielen beim nächsten Mal Shellgolf, finde ich voll cool. Dann gehe ich noch mal kurz auf die Table of Contents, weil ja, es gibt fast ein Bitte? Gehen wir davon aus, dass keiner ein Opa-System hat. Ja, oder halt die Busybox wenigstens einigermaßen aktuell ist. Da habe ich. Gut, für das Thema Telefonnummern bereinigen und sonstige kleinere Späßchen hätte ich dann nochmal Sebastian für einen. Ja, er muss auch nochmal rankommen. So ganz kommt er mir nicht. Fabos, gut. Dann nehmen wir mal den hier, falls wieder irgendeiner eine Frage hat. Also beim Telefonnummernbereinigung geht es eigentlich nur darum, wir haben öfters mal so kleine Skripte geschrieben, um zum Beispiel, wenn man eine Telefonanlage hat, die man skripten kann, das ist immer ganz angenehm, dann möchte man zum Beispiel eine Telefonnummer übergeben in dem Format, wie sie das gerne hätte. Blöderweise ist egal, wo man diese Telefonnummern herbekommt, die sind immer irgendwie, jeder schreibt sie anders. Manchmal werden sie tatsächlich mit dem +49 vorne dran geschrieben, manchmal schreiben nur 0 dran. Dann gibt es ja noch diese Kombinationen wie von wegen, wir schreiben +49 in Klammern 0 und irgendwas dahinter. Wenn man im Ausland ist, werden manchmal die Telefonnummernblöcke auch gerne mit Punkten getrennt und lauter so Späßchen. Also auf jeden Fall, die kommen immer irgendwie in irgendeinem Format an. Da ist der Gedanke, wir haben jetzt hier eine Variable, wo wir erstmal einfach unsere Nummer reinschreiben. Danach geben wir diese ganze Nummer weiter an ein Set. Okay, Set ist für euch auch nichts Neues, aber wie gesagt, das sind jetzt diese Basics. Mit Set kann man ziemlich viel machen, ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Wir nutzen das jetzt nur mal an der Stelle, um ein bisschen Suchen und Ersetzen zu spielen. Das Suchen und Ersetzen machen wir hier an der Stelle, wo wir vorne das S mit dem Slash drin haben und wir sagen eigentlich mit dieser kleinen Regular Expression vorne nur, nimm alle Zeichen, die nicht 0 bis 9 sind, die Ziffer 0 bis 9, das Pluszeichen, und das ersetze bitte gegen nichts. Also das ist quasi, lösche es einfach mal alles raus. Da haben wir eine Frage. Gibst du mal kurz das Mikro? Ich mach das. Oder so. Ich glaube, oder filtern gehört das Plus an diese Stelle, weil eigentlich filtere ich jetzt da alle Sachen, die auch kein Plus drinnen haben. Nein, ich möchte ja explizit das Plus rausfiltern. Das Plus ist in dem Fall kein Repetitor, sondern es ist quasi das Zeichen selbst an der Stelle. Das Ziel ist, dass das Plus drin bleibt, weil das brauchen wir ja noch, um die Country Escapes hinzubekommen. Richtig. Deswegen sagen wir, das muss erstmal alles raus. Wir können in Set aber mehr wie nur diesen einen Befehl mit reinpacken. Wir packen da den nächsten noch mit rein und sagen, jetzt wollen wir gerne noch das +49, wenn es denn vorne mit dran steht, auch rausschmeißen. Das fällt an dieser Stelle dann halt weg. Und ersetzen es einfach nur durch eine stumpfe Null. Das Ergebnis sieht man dann unten auch schon.
wenn wir von oben von diesem Plus 4,9 mit den ganzen Bindestrichen drin vorkommen, bleibt letztendlich das da unten rausstehen. Wie ist denn es bei Telefonnummern, die mehr als einmal 49 enthalten? Da wir... Nee, okay. Es matcht ja erstmal direkt auf das erste Plus. Das heißt, wenn mehrfach in einer Telefonnummer plus 49 vorkommt, dann ist die sowieso sowas von grundfalsch. Das wird dann eh nicht mehr viel. Aber du hast... damit wir es nicht escapen mussten. Das war einfach hier dem Textsatz geschuldet. Das war so ein bisschen Workaround um LaTeX übrigens. Also das kann man dann auch nochmal... ja, implizit kommt er ja dadurch, dass wenn du mehrfach plus 49 in irgendeinem Telefonnummer hast, dann ja. Die Anwender geben ja auch immer tolle Dinge ein, muss man ja auch sagen. Also auch das kann man natürlich beliebig erweitern. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel rausgebracht. Man kann diese ganzen Sachen noch immer schön weiter verpacken. Wer das übrigens kennt, diese Nummer, die da unten rausgefallen ist, kennt die irgendjemand? Sagt die dem jemand was? Ja, das ist die Telekom und damit haben wir bestimmt alle schon mal schöne Erfahrungen gehabt. Ja, da fehlt was, es hilft ja nicht unbedingt was, es kommt darauf an, welchen der vielen Dienste du anrufen willst, aber das nur mal am Rande. Natürlich haben wir das jetzt auch nochmal rangepackt, wenn jetzt immer noch ein Plus vorne dran stehen sollte, nachdem wir alles ersetzt haben, dann könnte es ja sein, dass es kein Plus 4,9 war, sondern Plus 4,3, Plus irgendwas, Plus 1 und damit packen wir dann halt ein 0,0 davor. Das ist in dem Fall nicht der Fall und deswegen bleibt unsere Nummer unten im Ergebnis auch so stehen, wie es ist. Aber das hat den charmanten Vorteil, dieses Format würde jetzt zum Beispiel eine der Telefonanlagen, die wir immer ganz gerne im Einsatz haben, erwarten. Und damit können wir dann ein Shell-Skript machen, was dann direkt vom Rechner aus mit einer Tastenkombination das Telefon ansteuert und die Nummer anruft. Das ist richtig, aber wir gehen jetzt halt mal von dem aus, wo wir sind und da funktioniert das eigentlich ganz gut so. Also das Ganze bedeutet, also genauer gesagt, das Ganze bezieht sich auf den deutschen Rufnummernplan, wenn man das mal ganz genau nimmt. Aber ja, das kommt halt immer landesspezifisch drauf an oder hängt man irgendwie genestet in Telefonanlagen drin oder was hat man für einen Escape-Code. Aber da kann man auch wieder beliebig viel tun. Dann haben wir noch einen anderen kleinen, und zwar Datenträger-Images erzeugen und zurückschreiben. In dem Fall erzeugen wir einfach mal, also nehmen wir ein Image und schreiben es irgendwo drauf. Das ist einfach auch nur ein kleiner Klassiker, auch jeder wird das von euch können. Ihr habt zum Beispiel irgend so ein Raspberry Pi und wollt da auf die SD-Karte was draufpacken. Dann können wir davon ausgehen, wir haben mal rausgeschaut, als was wird diese SD-Karte in unserem System erkannt. Wir sagen, das ist jetzt DevSDB. Das haben wir jetzt halt mal so festgelegt, weil das kommt schon mal vor, dass das so ist. Dann haben wir eine Image-Datei, die irgendwo abliegt und mit dem einfachen Befehl dd können wir quasi eine Datei in eine andere Datei überschreiben. Das ist im Prinzip genau das. IF steht dann in dem Fall für Infile, OF für Outfile und wir sagen, unsere Box-Size soll ein M sein. Ich habe gesehen vorhin auch schon, es sitzen ja manche Leute mit einem Mac in der Gegend rum. Unter Mac ist das übrigens ein kleines M, also wer das gerne wissen möchte. Aber auch das ist, ehrlich gesagt, eigentlich keine große Magie, es ist eine Kleinigkeit halt. Wir können einfach direkt eine Datei nehmen und so, wie sie ist, ohne dass wir extra noch ein Dateisystem erzeugen müssen oder sonst irgendwas, es direkt auf die SD-Karte draufschreiben und dann in unseren Raspberry Pi oder wo auch immer reinstopfen. Geht auch mit USB-Sticks, um darauf ganz andere Sachen zu installieren und das funktioniert dann ganz gut. An dieses DD könnte man noch einen Status ist gleich Progress dran fühlen. Also ihr werdet lachen, wir haben uns... Das ist dann modernes Unix, das ist dann für morgen. Wir machen hier das Opa, wir machen so Halb-Opa-Unix. Wir machen so, ich sag mal, 2000er-Unix. Man kann da immer beliebig more sophisticated werden. Und das ist ja auch noch die Anfrage gewesen, warum, man könnte auch diesen Progress dranpacken, das ist richtig. Was wir halt unten noch haben, ist, wenn ihr eine zweite Konsole aufmacht, oder das dann halt mit dem Temux zum Beispiel, ne, der Vorredner, dort können wir einfach mit einem Watch, ist quasi ein Programm, was einen anderen Befehl in einer gewissen Zeit immer wieder ausführt. In dem Fall sagen wir alle 10 Sekunden, dafür steht das N10, soll er ein Kill All machen, also im Prinzip einfach nur das User Signal 1 an DD schicken. Und das Ergebnis ist, der wird uns sagen, wie viel habe ich denn schon geschrieben? So, da haben wir noch eine Frage, da hinten war zuerst. Was ist für mein Setting die optimale Block-Size-Größe? Das kommt auf deine Festplatte an, deshalb, aber momentan 4096 hat sich gezeigt, ist also Vielfaches von 4096, ist ein Klassiker, kommt auf die ganzen Buffers, Caches an, da kann man sich zu Tode optimieren, gerade in Produktionsprozessen kann man da viel Zeit reinstecken, ich sag mal, wenn man faul ist und das One-Off macht, 1 Megabyte reintut. Ja. Okay.
Dann gab es da in der Mitte noch eine. Da brauchen wir noch ein Mikro für. Ha, stopp, da kam er schon her. Prima. Das ist richtig, okay, stimmt auch wieder, aber das ist jetzt das Problem, wenn ich jetzt anfange, ihr könnt das einsetzen, wir wussten ja jetzt nicht, welche Audience sich dann da so hinsetzt und das alles wissen will, man kann sehr vieles auch da rein sagen, aber ja, ist richtig, wenn ich das unter einem anderen Betriebssystem mache, funktioniert der eventuell nicht, brauche ich einen anderen für. Deshalb Manpage lesen bildet, weil da steht dann immer drin, wie es das Betriebssystem gerne hätte, Daumenregel ist, die meisten von uns haben hier Linux, ansonsten macOS, ist es einfach nur Ctrl-D, drücken. T. Unter Mac könnte man jetzt Ctrl-T drücken und kann sich den ganzen Speicher sparen. Ja, richtig. Das machst du genau einmal, danach machst du es nicht nochmal. Gut. Wir haben die 5-Minuten-Marke überschritten, die noch verbleibt. Gibt es noch andere Anregungen, Fragen? Ich hätte noch eine einzige Frage, kleine Audience Participation und dann habe ich sicher auch noch eine Frage. Wer ist für nächstes Jahr mal Shell Golf? Sehr gut, ja, da entwickelt sich eine Mehrheit, das ist sehr gut. Wir können das auch ein paar Mal nochmal machen, bis alle zustimmen, das ist so. Gut, und da gab es noch eine Frage. Manchmal ist ja der DB-Befehl extrem langsam, trotz großer Block-Size. Wenn man vor das File quasi R-Dist schreibt, beziehungsweise R... Ich wiederhole das gleich nochmal, aber ich kenne den Trick, genau. Es gibt den Trick für macOS-User, manchmal hat man das Problem, dass das DD ewig lang rummehrt. Es gibt nämlich das sogenannte RAW-Device. Ich weiß im Detail nicht, was der BSD-Kernel da ein bisschen anders macht. Es gibt Disk, /dev/disk x und /dev/rdisk x. Die R-Disk nehmen die RAW-Disk, dann geht das irgendwie Faktor 3 schneller, ist mir auch irgendwann mal aufgefallen. Auch da, das hätten wir unter den Bonus packen können, aber danke für den Tipp, das ist auch so ein Klassiker. Ah, stimmt, dann geht das nicht als Block, da war es doch. Also okay, falls das Stream nicht gehört hat, Character-Device versus Block-Device, also das war nochmal der Einwurf. Haben wir noch Zeit für eine Frage, da hat sich noch einer gemeldet. Dann eine Frage Daumen noch, hoch. Genau. Dann ein Mikro bitte nochmal schnell. Wunderbar. Schön. Die Frage, wer kann ich das nicht äquivalent zu dem Beispiel von irgendwann am Anfang auch mit dem Pipe einfach machen? Du kannst die DDs zusammenpipen, ja, bringt auch nochmal ein bisschen Performance. Das ist dann, das wäre dann wieder unter erweiterter Magie das Spiegelbild gewesen. Man kann da gerade mit Pipes doch überraschende Dinge tun. Ist immer klasse. Aber danke für den Tipp. Und da hinten ist noch was. Nee, du kannst DDs aneinander pipen. Ein DD. Nee, die Frage war, kann ich 2 DDs mit Pipe verbinden? Das geht, dann wieder ein bisschen mehr Multithreading, mehr Processing-Power. Ja, dann bedanken wir uns, glaube ich. Oder das, da gibt es noch eine Frage. Dürfen wir die noch? Gut. Dann einmal mal durchreichen, das Mikro. Eine haben wir noch. Du kannst auch, wenn du 2 DDs aneinander pipest, noch ein PV dazwischen setzen. Dann genau. Bekommst du den Progress auch das umsonst, ist Progress, wenn du genug Kerne genau, hast. Genau, der Tipp mit dem... Das ist morgen. Das ist morgen. Ja, der Kollege ist von morgen dran. Dem wollen wir nicht zu viel klauen. Das ist ein ganz modernes Hightech Unix. Ja. Gut. Dann danken wir euch. Ja, danke auch und habt noch viel Spaß.